Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, ich habe heute mal hier die zweite Neuerscheinung aus dem März 2021 hier. Und zwar ist es die normale Version des 1937 Horch 901 Kfz-15. Das Set hat die Nummer 2405, 185 Teile und eine Figur. Das Set ist aus der Historical Collection, ist im Maßstab 1 zu 35. Ja, mit Standardversion meint jetzt hierbei, dass es da noch eine Limited Edition von gab. Ich blende die euch hier mal kurz rein. Dieses Set hatte dann die Nummer 2404, hatte 258 Teile und zwei Figuren. Als zweite Figur war dann noch mit dabei der Offizier Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Und das Fahrzeug hatte noch so ein extra Stand, wo es aufgebockt wurde. Aber kommen wir jetzt wieder zu diesem Modell hier und schauen uns nochmal die Rückseite von dem Karton an. Hier haben wir dann wieder so ein paar Angaben zu dem Modell. Was weiß ich, wie schnell es fährt und so weiter und so fort. Dann haben wir hier, dass die Scheinwerfer Glow in the Dark haben und hier nochmal ein Originalbild. Dann haben wir hier wieder diese kleine Tafel dabei mit der Aufschrift für dem Fahrzeug. Alles ganz gut gemacht wieder von Kobi. Hier unten wieder, dass die, ja, Teile kompatibel sind und dass es in der EU hergestellt wurde. Also soweit alles gut. Werfen wir jetzt einen Blick ins Innere des Kartons. Dazu schneide ich wieder jetzt hier mit dem Messer einmal der Klebenaht entlang auf. Also viel wird uns wahrscheinlich nicht erwarten. Bei 185 Teilen, da werden hier keine großen Bauabschnitte, keine großen Tüten sein. Ja, es sind wieder so ein paar Einzeltüten in der Verpackung. Und wir haben jetzt hier, was haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kleine Tüten und natürlich die Bauanleitung. Und in die werfen wir dann auch gleich mal einen kleinen Blick hinein. Hier haben wir dann das kleine Heftchen. Sind ja nur so ein paar Seiten. Und wer Kobi kennt und die Bauanleitung kennt, der wird hier nichts großartig Neues erleben, außer vielleicht ein paar neue Teile. Wir haben jetzt hier, oder das Set ist dann fertig nach so, wo haben wir die letzte Seite hier, nach 33 Bauabschnitten haben wir das Modell dann fertig. Also eigentlich ganz schnell. Dann haben wir noch hier fast zwei Seiten Einzelteile, ein bisschen Werbung und die Karte zum Ausschneiden. Ja, ich werde jetzt hier nicht in großen Bausteps alles aufteilen. Es gibt da ja nicht viel aufzubauen und melde mich dann gleich mit dem fertigen Modell. Bis gleich. Ratzfatz war er fertig, der kleine Horch 901. Übrigens, der Horch war ein mittlerer geländegängiger Einheits-PKW für die Wehrmacht, der 1935 bis 36 nach Vorgabe des Herrenwaffenamtes mit Einzelradaufhängung und Allradantrieb in Zwickau, in den Zwickauer Werken Horch der Auto-Union entwickelt wurde. Zwischen 1937 und 1943 lieferte Horch 14.911 Fahrzeuge aus. In Lizenzbau stellte das Opelwerk Brandenburg zwischen 1938 bis 1943 mindestens 3.860 Fahrzeuge und die Sigma-Werke ehemals Wandeler ca. 16.000 Fahrzeuge mit verschiedenen 8-Zylinder-V-Motoren her. Anfangs mit 80 PS, 3 Liter, 3,5 Liter Hubraum, dann spätere Wagen hatten dann nachher 3,8 Liter mit 90 PS und einige hatten auch einen 6-Zylinder-Motor. Außerdem mittig waren beidseitig je ein Ersatzrad angebracht. Ich dachte auch immer, das sind Ersatzräder gewesen, ja, waren es aber nicht nur. Nein, sie dient nämlich auch als, ja, beim Befahren von kleinen Hügeln und Erdwällen als Stützrad. Ab 1940 verzichtete man auf diese. Nur noch ein Reserverad war dann im Kofferraum des Typs 40 verstaut. 1943 wurde der Bau zugunsten des Mercedes-Benz L 1500 eingestellt. Schauen wir uns das Fahrzeug doch mal noch ein bisschen im Detail an. Und zwar, ja, gucken wir mal, wie viel Prints wir jetzt hier finden. Wir haben jetzt hier auf den Türen haben wir Prints. Und auf der Scheibe, hier auf den Türen.
Dann hinten ein Nummernschild. Dann auf der anderen Seite die Türen nochmal. Dann haben wir hier vorne auch das Nummernschild und da eine, ja, irgendeine Bezeichnung. Keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet. Vorne der Kühlergrill ist übrigens auch ein Print. Bei den Scheinwerfern, diese Glow in the Dark, finde ich nicht ganz gut gelungen. Die scheinen mehr so in den Himmel als auf die Straße. Da ist wohl irgendwas schief gelaufen. Im Innenraum haben wir dann einen Fahrersitz und ein Lenkrad. Dort können wir eine Figur platzieren. Ja, hier hinten ist eine noppenfreie Sitzbank und da hinten ist noch so ein kleiner Stauraum hinter dem hinteren Sitz. Und hier hinten sieht man noch so drei Noppen. Ich glaube, da hätte Kobi auch noch eine Fliese spendieren können. Wir haben dann hinten noch so ein Rücklicht, dann so Haken, Abschleppösen oder sowas. Die haben wir hier vorne auch nochmal. Dann haben wir hier noch zwei Spiegel. Da ist aber nichts bedruckt oder so. Die sind einfach so grau. Aber man sieht schon, dass es Seitenspiegel sein sollen. Die Radkästen finde ich auch schön und das mit dem Reserverad oder mit diesem Stützrad sieht natürlich auch klasse aus. Die Unterseite ist auch recht noppenfrei. Das haben die genauso gemacht wie bei dem Schwimmwagen. Da haben sie auch noch mal unten drunter alles verfliest. Ja, alles in allem finde ich das Modell echt schön und gelungen von Kobi. Hier haben wir dann noch mal die kleine Tafel, die dabei ist. Mit der Aufschrift 1937 Horch 901 Kfz-15. Und hier nochmal den Fahrer. Und zwar German Driver steht auf der Verpackung. Der hat dann halt einen Kanister und ein Fernglas dabei. Ja, so ganz normale Standard-Kobi-Figur. Dabei. Ja, Freunde, das war's auch schon mit dem Review. War ja nur ein kleines Set und ich will hoffen, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!